over the rainbow. Österreich. Heute sind bei einem Anschlag in einer Schule 25 Personen, darunter 23 Schüler und Schülerinnen, sowie eine Lehrperson und der Attentäter ums Leben gekommen. Das Motiv des Täters für den Anschlag und den darauffolgenden Selbstmord ist noch unbekannt. Mittlerweile werden von hochrangigen Politikern hinter geschlossenen Türen schärfere Gesetze verhandelt, die in Zukunft solche Taten verhindern sollen. Morgen richtet sich ein Sprecher der Regierung an die Bürger und Bürgerinnen dieses Landes. Die gesamte Nation trauert. Na, wann hast du noch Zeit? 5. Gehen wir auf einen Spritzer? Vielleicht. Ja? Kamera läuft. Sehr geehrte Damen und Herren, was in einer unserer Schulen passiert ist, ist eine absolute Tragödie und hat uns alle zutiefst getroffen. Die ganze Nation ist geschockt und trauert mit den Familien der Opfer. So eine Tat darf niemals in Vergessenheit geraten. Wir haben uns einstimmig auf ein Verbotsgesetz geeinigt. Ab dem heutigen Tag sind Kapuzenpullis, sogenannte Hoodies, in ganz Österreich in allen Schulen verboten, damit so etwas Schreckliches nie wieder passiert. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. There's no